Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video. Nach den letzten beiden Versuchen, in denen ich gegen Durengard und Simperblender im 1 gegen 2 auf Michi mit 45 Minuten Vertrag gespielt habe und in beiden Fällen auch verloren habe, haben wir uns jetzt wieder auf ein anderes Setting besonnen, denn ich bin auch der Meinung, dass die beiden sich gerade im letzten Spiel nochmal deutlich verbessert haben und dass ich in den Settings so nicht gewinnen kann. Das heißt, wir schrauben das Ganze wieder ein bisschen zurück, ein bisschen weniger Einschränkungen, ein bisschen weniger Regeln und diesmal spielen wir wieder auf Dunkler Wald. Und es gibt keinen Vertrag. Das heißt, die beiden können sich wieder schön abmauern natürlich, aber ich darf trotzdem angreifen, wenn ich möchte. Und die dürfen natürlich auch angreifen, wenn sie möchten. Und das, ich erwarte, dass ich mir ein bisschen mehr einen Vorteil rausspielen kann, weil ich dann nicht in Anführungsstrichen so viel warten muss. Also gucken wir mal, wie es diesmal wird. Ich habe mich jetzt hier für die Kelten entschieden und werde mal gucken, was ich da rausspielen kann. Dem, was sie im letzten Spiel gezeigt haben, würde ich aber trotzdem davon ausgehen, dass es, wenn ich es schaffe, noch eine sehr, sehr harte Partie wird. Ansonsten würde es mich auch nicht überraschen, wenn ich auch das verlieren würde. Ja. Fang endlich an zu spielen! Mongolen und Portugiesen. Mongolen haben sie, glaube ich, letztes Mal ja auch gehabt, ne? Ja, genau. Also im letzten Partie. Ich hatte auf der letzten Dunkler Wald-Partie habe ich Mongolen. Ist, ja, guter Pick, wenn man Kelten halt hat. Aber diesmal, ich hab eine Idee, wie es vielleicht ein bisschen überraschender gestalten kann. Also ein bisschen schneller gestalten kann, aber es mal so rum. So, ui, okay. Große Lücken zwischen uns. Hier, ziemlich weit das Ganze. Und hier müsste ich dann mauern. Erstmal haben die beiden extrem aggressiv und früh gemault, das auch Sinn ergibt. Hier ist noch das mega laut irgendwie. Hey, was habe ich denn da gemacht? So, jetzt müsste man mich auch hören. Ich werde es auch wie letztes Mal nicht versuchen, den Mauerkrieg, wie man es so nennen kann, zu gewinnen. Ich mache erst ein bisschen später, aber ich gucke trotzdem, was die machen, mauertechnisch natürlich. Da wird schon gemauert, da ist Semper. Und dann nehme ich an, dass er hier spätestens gewollt hat, aber wahrscheinlich ein bisschen weiter innen. Da ist er schon, alles klar. Aber hier ist er noch nicht gemauert. Warum wohl? Hat er sich wohl irgendwie hier geschlichen? Behalte das Ganze im Auge. Warum hat er das offen gelassen? Erlen.
Wird schon eine Bewandtnis haben, denke ich mal. Immer noch offen. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass sie halt einen Dorfbewohner bei mir verstecken möchten. Habe ich eigentlich diesmal auch so viele... Nee, letztes Mal hatte ich ja extrem viele Wildschweine bei mir. Jetzt diesmal nicht. Immer noch nicht. Dann schaue ich mich mal lieber ein bisschen um. Ja, extrem frech. Wenn die sich jetzt hier einfach irgendwo stecken würden. Hier ist aber auch der Leopard noch am Leben, das heißt, da sind sie auf jeden Fall nicht durchgegangen. Mysteriös. Kid, Rabuja. Valgra. Kia, Unten habe ich jetzt hier nichts. Interessant. Kid, Warum haben sie das denn wohl aufgelassen? Was ist denn hier passiert? Hey. Ich glaube, ich mache es wieder ohne auch wirklich auf Gold zu gehen. Mal hier 30 Gold einsammeln und jetzt mal Rehe anlocken gehen. Habe ich ganz vergessen. Ja, ist vielleicht ein bisschen viel Pop, aber ist nicht schlimm. Kann man alles verkraften. Ja, das werde ich auf jeden Fall später mal investigieren, investigativ untersuchen müssen, sagen wir es mal so oben. Was ist mit diesen unvollständigen Mauern auf sich hat. Das werden die auf jeden Fall nicht aus Versehen gemacht haben. Ja.
Erla Bunichart. Kia. Forgere. Rabuge. Kid. Rabuge. Kia. Rabuge. Erla. Kia. Rabuge. Bunich. Forgere. Rabuge. Beat fear. Kid. Bunich. Der gleiche Zeit mit Semper. Schau ich mich immer um, ob ich nicht irgendwas hier drin. Aber er maut hier jetzt doch nochmal nach. Vielleicht war es doch ein Versehen, aber es würde mich schon sehr wundern, ehrlich gesagt. Vielleicht muss ich einfach später mal nachfragen, warum das vielleicht psychologischer Kriegsführung war. Sehr, sehr späte Vorderzeit bei ihm. Kia. Kia. Kid. Rabuge. Rabuge. Vargra. Kid. Erlov. Erlov. Vargra. Möchte mein Dorfzentrum hinbauen. Ja. Kia. Kia. Forgere. Eins auf jeden Fall hier ans Stein. Erlov. Fiedige. Fiedige. Und dann brauche ich auch eins hier hinten hin. Bunit. Vargra. Bunit. Kia, Bunit, Kid. Bitte, Bunit. Erle, Rabuge. Eins holen sich gerade. Kia. Rabuge. Na gut, jetzt habe ich mir ein bisschen zu viel Stein verkauft, aber es kommt jetzt direkt wieder rein. Guter Keltenbonus halt. Rabuge. Ja, also ich sehe. Nichts Außergewöhnliches bislang. War wohl doch ein Versehen. Oh, dieses Haus wurde nie gebaut, interessanterweise. Und das Haus, das hier übernehmen, die dahin. Steinmauer direkt hinterher hier. Bisschen paranoid bin ich ja trotzdem immer noch, weil das kommt mir nicht ganz vorher vor, muss ich sagen. Ich mache schon mal einen auf Steiner, kann ich gleich anfangen, ein paar Außenposten zu bauen. Das fällt wahrscheinlich. So viel Zeit muss sein. Nein, nee, Quatsch. Ich mach gleich erst die Schubkarte. Erst brauche ich genug Felder. Das Gefühl, Holz mit den Helden die ganze Zeit bekommt. Das ist schon echt stark. Da
Ja, also hier kann man sich natürlich, also das geht für beide Seiten recht gut durchfräsen. Ich möchte aber, glaube ich, wieder mit Rammen versuchen, hauptsächlich. Möchte einen recht frühen Push spielen, Rammen und Pikeniere oder Hellebardiere. Einfach weil man den ein bisschen schneller spielen kann, als wenn man noch auf Unaga wartet. Und dann will ich gucken, dass ich hier möglichst schnell mich durchhacke. Oh, kein Häuser gebaut, das ist gar nicht gut. Ist auch beide in der Zeit. Ist ein bisschen spät bei den beiden, interessanterweise. Letztes Mal waren sie sehr, sehr schnell. Ja, vielleicht spielen sie auch ein bisschen was anderes diesmal. Wollt einfach. Kid. Kia. Rabuja. Erlov. Rabuja. Kia. Rabuja. Kid. Rabuja. Rabuja. Ja, allzu viel zu erzählen gibt es für mich aktuell noch nicht. Also wie gesagt, mein Plan ist, ich möchte einfach in der frühen Imperialzeit mit sehr vielen Rammen direkt loslegen. Und ich möchte auf jeden Fall auf den Grünen gehen, weil der als Mongol auf jeden Fall gefährlicher ist. Und als Unterstützungseinheit mache ich dann eben, Hellebardiere, die, ja, ich glaube nicht, dass es so viel Kavallerie sein wird, aber einfach, dass irgendwas dazu kommt, was kein Gold kostet, was ein bisschen billiger ist. Ja. So die Idee. Mal ein paar Gebäude machen dafür. Ich hätte jetzt die ganze Zeit zwei, aber die werde ich vielleicht sogar brauchen. Ein bisschen unglücklich. Ich muss ein zweites Camp einfach hier hinstellen. Und hier kann ich auch noch ein bisschen was abgreifen. Ah, kann man nicht so beides abgreifen zusammen. Fällt aber ich auf jeden Fall jetzt genug. Dann, was brauche ich als zweites Gebäude? Ich mache mal ein Kloster. Dann kann ich mir noch die Reliquie schnappen. Ich habe, glaube ich, nur eine und die haben auch noch. Ne, die haben zwei. Okay. Sind zwei. Jetzt endlich schon mal anfangen, ein paar Upgrades zu holen. Ich möchte nicht ganz so nah an den Mauern bauen, damit die das vielleicht direkt sehen. Gold müsste jetzt erstmal reichen. Ich glaube, jetzt brauche ich eigentlich nur ja, Holz. Doch, dann bring ich mal hoch. Ah, sehen die das nicht? Na. Weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, jetzt muss es gleich direkt klappen. Ja, so schnell war ich gar nicht. Ich habe mich doch ein bisschen länger mit dem Boom aufgehalten als geplant. Aber die beiden waren relativ spät, erst in der nächsten Zeit. Kann es also auch sein, dass deren Boom ein bisschen verzögert war. Durch die etwas unsauberes Early Game oder sowas. Kann ja immer sein. Bin so blöd im Wegpunkt zu setzen, wie es aussieht. Ja,
So, also hier sehe ich tatsächlich nicht so viel. Ich muss gerade noch mal gucken, ob ich ein bisschen mehr erkennen kann. Kann natürlich gut sein, dass er hier noch mal weitergemauert hat, ne? Aber Dorfzentrum, das Hauptdorfzentrum steht hier. Das sind noch Stein gehen tatsächlich. Irgendwann auch eine Burg leisten kann ich. Also er hat nicht weiter dahinter gemauert. Zumindest nicht bis hier. Kann ja sein, dass er hier irgendwo mauert noch. Geld hat kein Holz. Schon komisch, aber. Lösen. Muss gleich ein richtig fetter Rammbrisch kommen, auf jeden Fall. So. Upgrade kriegen sie natürlich nicht. Und viel mehr davon brauche ich dann, glaube ich, auch nicht mehr. Ich glaube, ein Mönch hat noch mehr Sichtweite. Ja, jetzt wird hier gebaut, okay. Kann ich mir auch eine Burg holen? Die stelle ich mal. Okay, komm. Warte. Okay, hier wird auch schon fleißig nachgebaut. Oh, der hat den gelöscht. Interessant. So, jetzt volles Rohr hier drauf. Also ein ganz schön langer Zug hier. Eieiei, habe ich ein bisschen übertrieben vielleicht sogar. Aber sehen wir jetzt. Und vielleicht schicke ich auch mal so eine Bande hinterher, die ein Militärgebäude bauen kann. Ja, sieht ganz gut aus eigentlich. Die Punktzahl von denen sagt nicht, dass irgendwie krass noch was im Petto haben schon. Von meiner Dorfbewohner hier. Und während des. Achso, da habe ich das auch gleich schon gemacht. Passt, okay. Dann schön hier ein paar von denen geduzt hinterher.
Pogo, Pogo. Mensch, lebt nicht mehr, wie das aussieht. Aber ich glaube, ich habe schon recht gut in der Tasche. Ja, wir müssen irgendwie bessere Balance finden zwischen, ich habe gar keine Chance, also gar keine Chance, also ich fand es letztes Mal schon, dass ich keine Chance hatte, ehrlich gesagt. Also ich fand die beiden letztes Mal sehr, sehr krass, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber jetzt, so haben sie keine Chance. Muss man, das sieht man sich schon. Da müssen wir auf jeden Fall einen Middle Ground finden. Weil das ist er offensichtlich noch nicht. Also müssen wir uns auf jeden Fall überlegen. Ich weiß noch nicht was, ehrlich. Warum hat er denn hier eine Mauer gezogen? Das will ich so mal wissen. Nicht. Hier bitte. Also nicht, dass ich jetzt direkt wieder unbedingt einsammeln müsste, aber ich mach's jetzt einfach mal kurz. Ich hab noch genug Einheiten, dass ich mich noch nicht, wie sag ich das, wie heißt es nochmal, mir noch nicht verraten, wie heißt es denn jetzt, Spione holen kann. Interessant, dass die dann, also ich bin ja jemand, der, wenn er glaubt, dass er gar nicht mehr gewinnen kann, direkt aufgibt, das hat der das letzte Mal, ach okay, wenn man vom Teufel spricht, hab ich das letzte Mal ja auch nochmal gesehen, die sind ein bisschen anders gestrickt, und, aber... Ehrfürchtiges GG, sagt er. Bin ich aber, will ich nicht als Kritikpunkt hier meinen, ne? Also ich bin halt jemand, der, lass mal andere Settings, ja, müssen wir auf jeden Fall. So wird es auf jeden Fall nichts. Müssen wir was finden, wo wir beide Seiten ihre Chancen haben. Mit dem langen Vertrag sieht das für mich nicht gut aus. Oh, interessant. Und hier sieht es für die beiden nicht gut aus. Aber, also ich kann jetzt nur davon ausgehen, dass diese Aktion hier mit dem nicht ganz zumauern, dass das ein Fehler war. So, schauen wir uns mal die Statistiken hier an. Ja gut, also es gab halt keinen wirklich großen Kampf. Ich habe einfach deshalb gewonnen, weil ich schneller gespielt habe. Also wenn ich schneller an dem Punkt war, wo meine Armee bereit war. Aber hier, guck mal. Das war, glaube ich... Das ist eine komische... Hier, guck mal. Die waren nicht weit weg von meiner Max-Pop. Und ich habe ja noch einige Dorfwohner von denen jetzt auch gekillt. Also die sind, was den Boom angeht... Klar sind die langsamer, sonst wird das für mich so nicht funktionieren. Aber die sind jetzt nicht mehr so weit weg. Also man hat vor allem im letzten Spiel auf dem Mitchell-Spiel. Also das hat mich, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, beeindruckt, wie gut die da waren. Weil im ersten Mitspiel habe ich gedacht, okay, es lag vielleicht ein bisschen daran, wie ich gespielt habe eher. Im zweiten Mitspiel habe ich gemerkt, dass da so ein großer Sprung in der Qualität, wie die gespielt haben, wie sie sich strategisch das aufgebaut haben, wie sie gegen meine Einheiten agiert haben, wie sie geboomt haben, wie sie ihren Anfang gespielt haben, eigentlich alles. Das hat sich alles ganz, ganz stark verbessert. Ich glaube, so weit sind sie in der Boom-Qualität, sage ich mal, nicht hinterher. Es ist nur, es fehlen halt so 2-3 Minuten, die sie eigentlich noch auf jeden Fall bräuchten, glaube ich. Dann wäre dieser Rampush auch nicht mehr ganz so stark.
Okay, es sieht so aus, ob sie beide vielleicht nicht unbedingt im Chat wären. Ich hoffe jedenfalls, euch hat es Spaß gemacht. Falls der Grüne mir noch sagt, was es mit der Mauer auf sich hat, werde ich es irgendwie ins Video schneiden oder editieren oder sonst was. Ja, und ich sehe euch im nächsten Video. Bis dann.